Okay, heute machen wir Angebots- und Wachstumspolitik. Hier geht es um die Angebotsseite. Sie hören es wahrscheinlich häufig in den Medien, dass es Ökonomen gibt, die eher angebotsseitig angesiedelt sind oder eher nachfrageorientiert. Ich halte diese Debatte für sehr künstlich und medienwirksam, aber es ist eigentlich bei guten Ökonomen nicht unbedingt schwarz-weiß. Es gibt eigentlich verschiedene Töne von Grau eigentlich. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese Politik zu verstehen und zu begründen. Es geht bei guten Ökonomen letztendlich, ob die empirische Evidenz dafür dagegen spricht. Und das wollen wir heute ein bisschen auseinandernehmen. Hier geht es um die Möglichkeiten, sozusagen die Angebotskurve langfristig nicht unbedingt nach rechts zu schieben, sondern auch möglicherweise bei schlechter Politik die Angebotsbedingungen einer Volkswirtschaft zu verschlechtern. Nicht? Das vergisst man häufig. Es gibt auch manchmal Schocks. Stellen Sie sich das ganz primitiv vor. Es gibt ein Erdbeben in einem Land, in Chile zum Beispiel, und 10% des Kapitalstocks geht drauf. Das hat verheerende Auswirkungen auf das Produktionspotenzial dieser Volkswirtschaft. Insofern muss man auch sehen, dass es nicht unbedingt Politik ist. Es kann auch Desaster sein. Die Pest oder irgendwelche Krankheiten. Denken Sie an Zika in Brasilien. Das sind wirklich große Probleme. Und deshalb ist gute Gesundheit auch als gute Angebotspolitik anzusehen. Also ein Überblick für heute. Ich mache eine kurze Zusammenfassung von der letzten Vorlesung, letzte Woche. Ich erläutere die Ziele der angebotsorientierten Wirtschaftspolitik. Ich werde dann die übliche Kritik, die man in der Zeitung liest, die auch nicht unbegründet ist. Es gibt auch einige, sagen wir mal, ideologisch behaftete oder schwer beladene Vorschläge aus der Angebotspolitik. Man könnte sagen, na ja, das ist ein bisschen selbstdienend, man will irgendwie bestimmte Interessen fördern und nicht unbedingt mal was Gutes für die Wirtschaft tun. Im allgemeinen Sinne, das heißt für Leute, die nicht unbedingt die Produktionsmittel besitzen. Das möchte ich auch mal aufgreifen. Und ich möchte ein Beispiel erläutern entlang der deutschen Arbeitsmarkterfolge, die auch nicht ohne Schattenseiten anzusehen sind. Trotzdem, meines Erachtens, in meiner Forschung, auch mit Mitarbeitern, kann man das eigentlich nur als Erfolg bezeichnen, wenn man sich überlegt, wie die deutsche Arbeitslosenquote sich bei jeder Rezession erhöht hat bis zum Jahre 2003, so treppenartig nach oben. Und das war durch die Reformen durchaus, dieser Trend wurde durchaus gebrochen. Das möchte ich auch mal erklären, wenigstens auf im Lichte der Kenntnisse, die wir aus Makro 1 und 2 haben. Und dann zum Schluss ein paar weitere Tipps zur praktischen Umsetzung anbieten. Okay, letztes Mal war eine sehr wichtige Vorlesung für Sie. Es geht um die Fiskalpolitik, vor allen Dingen geht es um die Stabilisierungspolitik und die Stabilisierung der Schulden, wenn man versucht, die Stabilisierungspolitik mit Fiskalpolitik zu betreiben. Wir haben, und das ist sehr, sehr schön in aller Bescheidenheit, in dem Lehrbuch aufgelistet, die verschiedenen Aufgaben des Staates, eine Auffächerung der finanzpolitischen Aufgaben, finanzwissenschaftlich gesehen. Das ist nicht Gegenstand der Vorlesung, aber es ist wichtig zu wissen, als gebildete Menschen, weshalb man diese Partei oder diese Partei wählt, gibt es Aufgaben, die man entweder als Umverteilung oder Bereitstellung von öffentlichen Gütern sehen kann. Und dann gibt es die makroökonomische Stabilisierung, das ist Gegenstand von unserer Lehrveranstaltung. Letztendlich kann der Staat in Krisen oder auch ganz bei kleinen Dellen in der Konjunktur was tun. Und ich habe Ihnen versucht zu erläutern, es gibt sehr durchaus politische Interessen daran. Allerdings gibt es auch Probleme bei der Umsetzung der Fiskalpolitik, aktiven kontrazyklische Fiskalpolitik, und die Kritiken sollen Sie kennen, wissen und anwenden können. Dann habe ich mal die Verschuldungsdynamik in Lichte der
Labilität oder der labilen Entwicklung, solange sie positive Verschuldung haben und meinetwegen kein Wachstum, aber positive Zinsen, haben sie ein Problem. Die Schulden wachsen von alleine. Sie müssen irgendwie mal bedient werden. Sie müssen nicht nur Zinsen zahlen, sie müssen die geliehenen Summen zurückzahlen. Und interessanterweise, was die Menschen manchmal nicht berücksichtigen, aber wenn man eine wachsende Volkswirtschaft hat, soll man wirklich sich ein bisschen eher auf das Verhältnis Schulden zu BIP konzentrieren. Sonst werden die Schulden eigentlich von der Relevanz ohnehin gegen Null gehen. Die Steuerkapazität eines Landes ist genau das, was die Bedienbarkeit von Schulden ausmacht. Und das heißt, erstmal feststellen, ist positives Wachstum vorhanden? Und das haben wir eigentlich, das ist Grundwissen der letzten zwei Lehrveranstaltungen. Und allerdings nicht unbedingt, dass der Zins unterhalb von G liegt, sondern liegt drüber. Das heißt, selbst unter solchen Bedingungen, wo Wachstum vorhanden ist, muss man aufpassen, dass der Zins nicht zu weit über diese Wachstumsrate liegt. Und sonst kann es trotzdem explosive Entwicklung stattfinden. Und dann habe ich mal die Zentralbank eingebunden. Das ist die Begründung des Maastrichter Kriterien, die das Verhalten des Staates ein bisschen einschränkt. Man darf nicht große Defizite fahren in der Europäischen Währungsunion, weil eben das vollendete Tatsachen für die Zentralbank stellen kann, gerade wenn die Banken auch diese Schulden halten. Die Stabilität unserer Geldmenge hängt von den Banken ab. Leider haben die Gründer der Europäischen Zentralbank und der Europäischen Währungsunion nicht daran gedacht. Kurioserweise, ich meine, es ist eigentlich ziemlich bekannt, dass die Geldmenge hauptsächlich aus Bankguthaben besteht und nicht aus Geldscheinen. Und die ganze Politik war gefesselt von dieser Geldeinführung. Letztendlich hat man mehr oder weniger vergessen, eine Bankenunion zu machen. Wenn man das vielleicht explizit gesagt hätte, hätte die Währungsunion gar keine Unterstützung gefunden, weil das wirklich durchaus eindeutige Eingriffe in die nationale Souveränität von Regulierungswerken der einzelnen Staaten bedeutet, nämlich sobald sie grenzüberschreitende Kapitalbewegungen haben, wird es dazu kommen, dass Bankbilanzen von Ausländern besessen werden, und das heißt, sie können die abziehen, und es kann durchaus zu einer Ausbreitung von Bankenkrisen über Länder hinweg, und das heißt, die ganze Geldmenge in einer Währungsunion muss als Gemeinschaftssache gesehen werden. Ansonsten kann man das Ganze hinschmeißen. Leider haben die Leute das nicht anfassen wollen wegen der politischen, ich vermute, nicht weil sie doof sind, sondern weil sie es nicht politisch wagen wollten, hätte vielleicht so viel Ablehnung, gerade die deutschen Sparkassen wären dagegen gewesen, die französischen Caisse d'Épargne, die spanischen Cajas wären alle dagegen gewesen vor der Finanzkrise, weil das natürlich bedeutet hätte, dass sie eine europäische Instanz diese reguliert hätten. Leider hat man das nicht getan, und jetzt hat die europäische Schuldenkrise, wir werden nächste Woche darüber reden, umso schärfer zugeschlagen. Dann haben wir zum Schluss gesehen, dass es interessanterweise durch die Kontrolle der Zentralbank, durch den Staat, kann der Staat erstens sich finanzieren bei der Zentralbank. Man versucht dies zu illegal zu machen oder einzugrenzen. Die EZB darf das nicht offiziell. Aber es gibt auch die Inflationssteuer. Das heißt, bei sehr langfristiger Geldentwertung kann es sein, dass die Geldmenge selbst, auch die Scheine, besteuert werden. Und das ist eher ein Fall für Entwicklungsländer. Es mag sogar sein, dass es teilweise als Teil einer optimalen Steuerstruktur gesehen wird. Also wenn ein Land sowieso schlechte Möglichkeiten hat, andere Steuern einzutreiben, dass die Inflationssteuer vielleicht ein Teil einer Palette von Steuern
aber sicherlich nicht, was man in Uganda, in Serbien gesehen hat in den letzten 20 Jahren. Das wäre vielleicht ein bisschen übertrieben. Okay? Und dann, um das mal hervorzuheben, können Sie sich mal diese Tabelle anschauen, wenn Sie zu Hause sind. Sie können sehen, dass seit 1970 eine absolute, unglaubliche Entwicklung stattgefunden hat. Also die Verschuldung des Staates auf allen Ebenen im Verhältnis zu BIP hat sich teilweise verfünffacht als Verhältnis. Allerdings in einigen Ländern haben die Regierung dies wieder unter Kontrolle gebracht. Aber zwischen 2000 und 2010 mit der Finanzkrise hat das mehr oder weniger in fast allen Ländern sich katastrophal entwickelt. Deshalb die Ideen, die jetzt zirkulieren. Leider macht das Wachstum nicht mit. Also wenn man einfach mal einen kleinen primären Überschuss fahren würde, hätte man vielleicht eine Chance, etwas mehr Fortschritt zu machen. Ein super Beispiel davon ist Irland. Sie sehen, Irland hat zwischen 90 und 2000 durch Wachstum sehr, sehr viel machen können. Aber mit der Finanzkrise und diese unbeschränkte Bailout-Programmatik hat die Iren praktisch den alten Stand wieder erreicht. Also heute geht es um was anderes. Es geht um langfristige Geduld erforderlich, mit viel Geduld erforderliche Politikmaßnahmen, die das Produktionspotenzial beeinflussen. Also nicht Nachfrage kurzfristig, das kennen wir alles. Wir kennen auch die Vor- und Nachteile davon. Hier geht es um Y-Querbalken. Das heißt, wir müssen quasi ein bisschen zurückdrehen und ganz, ganz zurückgreifen auf Makro 1 und was wir da gelernt haben. Und hier geht es um eigentlich inflationsneutrale Politik. Wenn man das schafft, irgendwie Y-Querbalken zu erhöhen, kann das sogar inflationsdämpfend wirken. Und man fragt, das ist meine rhetorische Frage, wie funktioniert eine Politik dieser Art? Und im Prinzip, wenn die Märkte wirklich vollständig perfekt funktionieren würden, könnte der Staat eigentlich nichts machen. Also solche Gleichgewichte sind in einem vollkommenen System nicht nötig. Aber wenn man ehrlich ist und sich die Daten anguckt, gibt es sehr viele Fälle, wo der Markt versagt. Und wenn der Markt versagt, kann der Staat was tun. Das ist ein bewegendes Prinzip von Kapitel 18. Wenn Sie dieses Kapitel lesen, werden Sie sehen, dass nicht nur behauptet wird, sondern es gibt tatsächlich Fälle, wo der Markt suboptimal die Lösung bringt. Es kann auch sein, dass der Staat schon sehr stark sich engagiert hat und die Märkte schon verzerrt hat und der Abbau von solchen Verzerrungen auch angebotserhöhend wirken kann. Nicht? Also wir werden gleich sehen, ein Staat, der sehr, sehr hohe Steuern hat, begeht eine Sünde der allokativen Wirtschaftstheorie, nämlich man treibt einen Keil zwischen den Grenzkosten und dem Grenznutzen eines Gutes. Und wenn dieses Keil sehr groß ist, dann gibt es Wohlfahrtsverluste, die man eigentlich messen kann. Gerade wenn die Angebotsnachfrage und Angebot sehr elastisch sind. Aber zunächst mal ganz allgemein. Also hier geht es darum, und wie gesagt, wir tragen jetzt das BIP auf der horizontalen Achse und die Inflation nicht mehr die Lücke, weil es hier geht um langfristige Veränderungen. Und Sie sehen, es geht wirklich darum, was kann ich tun, um LAS nach rechts dauerhaft zu verschieben. Das kann man nur mit viel Geduld machen. Das ist eigentlich nicht unbedingt etwas für die meisten Politiker, die sofort Vorteile sehen wollen, damit sie wieder gewählt werden. Es geht wirklich darum, sehr, sehr hartnäckig Politik zu verfolgen, auch manchmal mit kurzfristigen Kosten, die unpopulär sind, die trotzdem das Potenzial in der Volkswirtschaft erhöhen. Also da sehen Sie, worauf ich hinaus will. Ich werde erstmal drei Ziele benennen, die entscheidend wichtig sind bei dieser Politik. Ich habe schon alles verbal gesagt bei der Einleitung. Die Effizienz zu steigern ist ein sehr wichtiges Prinzip. Effizienz kann natürlich auf Kosten von Verteilung kommen. Man kann durchaus beobachten, ein Programm, das Vollbeschäftigung in Deutschland wieder erreichen will, wo Menschen
nicht unbedingt gleichmäßig ausgebildet sind, kann durchaus dazu führen, dass einige Löhne nicht mithalten, sogar fallen, real gesehen. Und man kann nur durch geschickte Umverteilung diese im Einklang mit einem Pareto-Prinzip wieder bringen. Und das müssen Sie immer im Kopf haben. Es ist wahrscheinlich nicht nur für die Politik wichtig, sondern auch für die Menschen wichtig, nicht nur von Effizienz zu sprechen, sondern auch, kann ich da von dieser Effizienz etwas haben? Wenn nicht, dann vielleicht sollte man das anders bewerten. Hier geht es um unvollkommene Konkurrenz oder Wettbewerbslage auf verschiedenen Märkten, Produktmärkten, ist klar, auf dem Arbeitsmarkt. Darüber muss man sehr, sehr nüchtern reden und fragen, was gibt es für Probleme, was gibt es für mögliche Effizienzverluste und kann man vielleicht in der Nähe von einer etwas effizienteren Nutzung von Humankapital und Bildung und so weiter kommen. Man kann natürlich auch davon reden, dass der Staat einfach versucht, Informationslücken zu füllen, wo die Märkte nicht unbedingt das tun. Also Information ist ein öffentliches Gut. Das wird in der Regel unterproduziert, weil jeder, der Information produziert, nicht unbedingt die sozialen Vorteile davon ernten kann. Er kriegt nur die privaten Vorteile. Und bekanntlich, gerade im Internet ist es offensichtlich, dass die Bereitschaft, Informationen zu bezahlen, äußerst gering ist. Und zumal das der Fall ist, wird Information vielleicht nicht so in dem Ausmaß produziert, die Effizienz herstellen würde, also eine bessere Produktionslage oder Nachfrage, informierte Nachfrage zum Beispiel. Und dann gibt es letztendlich um diese öffentlichen Güter im allgemeinen Sinne, also nicht nur als Information, sondern anderen öffentlichen Gütern, Straßen, öffentliche Sicherheit und saubere Luft, all diese Dinge. Um all diese Dinge zu bezahlen, muss man Steuern erheben. Und daher muss man quasi immer das im Hintergrund haben. Also man kann möglichst viele öffentliche Güter herstellen. Also man kann Universität für alle umsonst machen. Aber jemand muss es bezahlen. Die Ressourcen sind für Ökonomen auch ganz klar, das Zeug muss irgendwo herkommen. Ich muss es bei Ihnen nicht unbedingt wiederholen, aber man muss es schon immer wieder anderen Nicht-Ökonomen gegenüber wiederholen. Und ich werde mal ein Beispiel gleich zeigen. Es kann durchaus sein, dass effizienzerhöhende Maßnahmen nicht unbedingt immer unwirksam auf die Verteilung von Einkommen und Vermögen auswirken. Das Beispiel, das Sie vielleicht nicht kennen, vielleicht haben Sie es auch in der Einführung in die VWL gemacht, also die Mikro ist ein bisschen sehr theorielastig, aber hier sieht man ein sehr schönes Prinzip, wo es Gewinner und Verlierer gibt bei einer Politikmaßnahme. Das ist übrigens heutzutage umso relevanter denn je, aber dieses Beispiel mache ich seit 15 Jahren. Nicht? Also jedes Land hat die Frage zu beantworten, wie will ich mit Einwanderern umgehen. Und zunächst einmal sollte man verstehen, es gibt Kosten und Vorteile. Und für eine Volkswirtschaft allgemein gesehen bringen Einwanderer, die arbeiten, immer Vorteile. Also vorausgesetzt, die werden in den Produktionsprozess reinkommen, gibt es insgesamt für das Land das absolut gesehene Bruttoinlandsprodukt immer eine Vergrößerung. Das kann man einfach sehen von Punkt A, wenn man sozusagen diese A, B, D als Nachfragekurve, das stellt die Grenzproduktivität von Arbeitskräften dar. Und wir werden zunächst einmal davon ausgehen, dass Einwanderer und Einheimische vergleichbar sind. Und zwar in diesem Fall sind sie Substitute. Das heißt, das ist nicht unbedingt für die gegenwärtige Situation anwendbar, aber man kann das Modell entsprechend anpassen. Aber hier, einfach damit Sie das verstehen, also einfach mal die Annahme, dass die austauschbar sind in der Produktion oder
die haben gleiche Produktivität, aber sie müssen mit einer Arbeitsnachfragekurve sozusagen klarkommen, die ansagt oder besagt, dass der erhöhte Einsatz von Arbeitskräften zu immer niedriger Grenzproduktivität führt. Das heißt, von Punkt B ausgehend, mit Migration geht die Angebotskurve nach rechts, verschiebt sich nach rechts, und der neue Schnittpunkt D stellt den Marktzustand oder das Gleichgewicht wieder dar mit Löhnen, die niedriger sind, und Beschäftigung, die erhöht ist. Okay, das ist sozusagen, und woher weiß ich, dass Bruttoinlandsprodukt sich erhöht hat? Ich brauche nur quasi das Integral unter der Grenzproduktivität von Arbeit zu nehmen. Also die Trapeze BLL-D stellt sozusagen die zusätzliche Produktivität, die hervorgerufen wurde durch die Einwanderung. Nicht? Das ist durchaus ein Gewinn für die Volkswirtschaft. Man könnte sagen, okay, pro Kopf geht die Produktivität zurück, das stimmt auch. Aber auf jeden Fall könnte man sich vorstellen, dass andere Prozesse in Gang gesetzt werden, zum Beispiel die Grenzproduktivität von Kapital wird sich erhöhen, und dann würde man Investitionen erhöhen, und bei konstanten Skalenerträgen hätte man eigentlich eine Vergrößerung ohne Lohnverlust für die Volkswirtschaft. Das ist längerfristig anzusehen. Aber auf jeden Fall geht es hier um die Unterscheidung zwischen Verteilungseffekten und wir werden gleich darauf zurückkommen. Also Sie werden sehen, dass die Gewinner in dieser Zunahme von BIP ist überhaupt nicht gleich verteilt. Das heißt, die Einheimischen werden verlieren in diesem Beispiel. Die Immigranten kriegen natürlich mehr, als sie sonst hätten. Ansonsten wären sie nicht gekommen. Und die größten Gewinner sind die Kapitaleigner, die eben hinter der Nachfragekurve stehen. Also der fixe Produktionsfaktor Kapital oder die Unternehmen werden eine absolute Erhöhung des Gewinns verzeichnen können. Und das ist gerade diese Spannung in der Verteilung, die man nicht ignorieren kann, gerade wegen der Politik. Gut, zweite Zielsetzung oder zweites Ziel ist eben, die Steuerpolitik so gut möglich zu machen. Gegeben, dass ich G-Querbalken ausgeben will und Steuern müssen das abdecken, wie kann ich meine Steuerpolitik, und wenn Sie nicht vergessen bitte, dass G nur die Ausgaben für Güter und Dienstleistungen darstellen. Es gibt auch die Transfers, die da auch finanziert werden müssen. Das heißt, eigentlich müsste man T nicht mehr als Nettosteuern bezeichnen, sondern als das Ganze umdefinieren und Bruttosteuern und Transfers explizit auflegen, also quasi zeigen. Und das verschiebt noch mehr Last auf die Steuerpolitik, weil Steuern, ich werde gleich zeigen, immer einen verzehrenden Effekt auf den Markt haben. Das müssen wir auch sehen. Also vielleicht ist man bereit, die zu zahlen, aber das ist immer eine Frage der Politik. Also es gibt eine sehr interessante Regel, die in der Übung auch erwähnt wird, das ist auch im Lehrbuch. Ich werde erstmal mal ganz kurz darauf eingehen. Es geht auch um die Größe des Staates. Das heißt, hier wird vorausgesetzt, man hat sich schon entschieden, wie groß der Staat sein sollte. Also ich lege groß G fest, ich lege die Transfers fest. Wie finanziere ich diese Masse? Und bekanntlich in Schweden oder in Deutschland oder in Dänemark ist der Staat sehr groß. Das heißt, ich muss im Prinzip hohe Steuern irgendwo hernehmen. Ich kann das Geld nicht drucken und so weiter. Wenn ich einen kleinen, also einen bescheidenen Staat führen will, wie in Japan oder in der Schweiz, dann kann man tatsächlich mit weniger Steuern klarkommen. Aber man muss erstmal diese erste Entscheidung treffen, und dann kann man sich entscheiden. Es gibt auch Effekte von Besteuerung von Gütern, auch von Produktionsfaktoren, und dann werde ich mal auf die sogenannte Laffer-Kurve eingehen. Also hier ist mal eine Darstellung der Problematik mit Steuern. Also Sie sehen ja, bei einem Marktergebnis, denken Sie an Zigaretten, die Herstellungskosten von Zigaretten sind sehr niedrig.
bekanntlich. Vielleicht wenn vor allen Dingen, wenn man mit einbezieht, wo der Tabak angebaut wird und mit welcher Effizienz, müssten die Zigarettenpreise sehr, sehr niedrig sein. Indem ich die besteuere, und hier ist es kein, ist es ein Ad Valorem Steuer, nicht wie in Deutschland, also pro Schachtel, sondern hier machen wir so eine Art Ad Valorem Prozentsatz obendrauf. Hier geht es um ein Mehrfaches der Herstellungskosten. Also die Angebotskurve verschiebt sich nach links oben, weil der Preis, der abgezeichnet wird, ist der Marktpreis, der gilt in den Läden, also den Sie bezahlen müssen. Und wir haben das Ergebnis, dass Punkt A das Marktgleichgewicht darstellt und nicht unbedingt E. Also E ist weg. Und die Frage ist, was hat man für Kosten da. Und Sie sehen ja, ich zeige es einfach mal in Detail, aber es besteht auch mehreren Dreiecken und zwei insbesondere. Und dann gibt es zwei Trapezen sozusagen. Das ist verloren gegangen Konsumentenrenten und verloren gegangen Produzentenrenten. Und wenn man davon die Steuereinnahmen des Staates absieht, hat man die sogenannten Verluste an Konsumenten bzw. Produzentenrenten. Ich mache das jetzt ganz langsam. Das ist die Ad Valorem Steuer im Einsatz. Das haben Sie alles gesehen in der Mikro. Und dann haben wir quasi dieses Keil mit Abstand CD. Das ist sozusagen das Keil zwischen dem Preis, den Sie zahlen als Raucher, Rinnen oder Raucher und den Herstellungs- oder Verkaufspreis des Unternehmens. Okay? Und dieses Keil hat man bei jedem Steuerfall, also bei jeder Erhebung von Steuern. Der Staat gewinnt, und das ist dieses Rechteck. Allerdings, was die Konsumenten verlieren, ist diese Trapeze, und was die Produzenten verlieren, ist diese Trapeze dargestellt. Und zieht man das erste Rechteck von diesen beiden Trapezen ab, dann kriegt man tatsächlich diese etwas orange schattierte das Dreieck. Und das ist sozusagen der Verlust. Und das kann man tatsächlich schätzen. Wenn Sie ökonometrisch eine Nachfragekurve schätzen, dann können Sie quasi in Geldwert die verloren gegangenen Konsumenten-Produzenten-Renten schätzen. Und das wird häufig im Wirtschaftsministerium gemacht. Ja, also es gibt in Deutschland ganz verrückte Dinge, auch in Amerika. Ja, es gibt eine Brandweinsteuer. Und die bringt die Politik das nicht, das abzuschaffen. Und das ist offensichtlich aus einer Zeit, wo man wirklich Angst hatte, dass die Leute sich vergiften mit Alkohol. Nicht? Also, dass sie zu viel trinken. Die Menschen sind viel intelligenter heutzutage. Es betrinken sich durchaus weniger Menschen. Es gibt weniger Alkoholtote. Warum will man quasi Branntwein benachteiligen gegenüber von Bier? Nicht? Also natürlich, Bier muss man viel mehr trinken, um die gleiche Auswirkung zu erreichen. Es gibt andere Dinge, die man auch mal einnehmen kann, wenn man will. Insofern ist es eine Verzerrung. Es ist nicht einleuchtend, warum. Und ja, es gibt vielleicht eine gute Bierlobby, die hier in Berlin aktiv ist, die dafür sorgt, dass diese Steuer nicht abgeschafft wird oder dass es keine Biersteuer gibt. Das letzte Mal, als man versucht hat, eine Biersteuer einzuführen, gab es Revolution in Deutschland. Also es gibt so interessante politische Ökonomie, die dahinter schwebt. Und wir sehen das nicht, weil wir Ökonomen immer uns davon abhalten wollen, Kommentare zur Politik zu machen. Aber Sie sollen als informierte Studenten das auf jeden Fall im Kopf haben. Und jetzt kommt ein noch interessanter Punkt. Ich kann mich erinnern, das letzte Mal, als die Zigarettensteuer angehoben wurde, ist die gesamte Erlös des Staates zurückgegangen. Na, wie kann das sein? Warum ist vielleicht leichter zu beantworten als wie? Oder warum? Ja, ich meine, warum denn? Weil die Nachfrage so steil zurückgeht, dass die besteuerten Schachteln gar nicht mehr viel mehr Erlöse einbringt. Und das hat Arthur Laffer in den 80er Jahren einfach mal auf eine Serviette gekritzelt in einer Kneipe.
Also der hatte diese geniale Idee, das war sein Beitrag zur VWL. Also die Logik ist klar, also eine Steuer, ein Steuersatz kann Werte zwischen 0 und 100 einnehmen, inklusive Endpunkte. Und man kann sich vorstellen, also wie viele Steuererlöse werden generiert durch verschiedene Steuersätze. Und irgendwie bei 0 gibt es gar keine Einnahmen und bei 100 gibt es wahrscheinlich auch keine Einnahmen. Denn wer produziert? Und unter sehr, sehr leichten Bedingungen ist diese Kurve monoton steigend und monoton fallend. Es ist sehr schwer, ein Nachfragesystem ohne Einkommenseffekte, dass man irgendwie mal eine ganz merkwürdige, nicht monotonizität, die mehrere Kurven einnimmt. Das ist einmal steigend, einmal fallend. Und bei Punkt D ist sozusagen der Start beim Optimum, also wenn es dem Staat darum geht, einfach die Erlöse zu maximieren, würde man eigentlich nicht rechts von D sein. Und bei Zigaretten ist es interessant, man hat eine Politik, die nicht nur Steuern maximieren will, sondern man will auch die Menschen zur Gesundheit bewegen. Das ist auch durchaus vernünftig. Da sehen Sie natürlich auch einen kleinen Konflikt zwischen diesem Ziel und Erlöse. Also wenn die Steuern angehoben werden und die Steuereinnahmen sprödeln, hat man leider nicht den Effekt hinbekommen, den man haben wollte, nämlich dass weniger geraucht wird. Es ist genauso mit Umweltsteuern, also mit Emissionsrechten und so weiter. Man hat immer das Problem, die Ziele laufen gegeneinander. Aber auf jeden Fall ist diese Kurve sehr, sehr leicht zu zeigen. Aber die Frage ist natürlich, wo ist die Spitze? Ist die Spitze sehr weit rechts oder in der Mitte? Und das ist eine empirische Frage. Denn es hat überhaupt keinen Sinn. Und ich kann Ihnen sagen, was mit den Zigaretten passiert ist. Also man hat angefangen, Zigaretten in Polen zu kaufen, wo die Steuern niedriger sind. Und dass die Nachfrage nach deutschen Zigaretten, deutsch hergestellten, verkauften, vertriebenen Zigaretten ist zurückgegangen. Das ist genau dasselbe Problem. Okay? Gut, also dann haben wir das Ziel Nummer 3, das ist die gegeben, dass der Staat am Markt ist und Eingriffe tätigt, dass die negativen Einflüsse von diesen Maßnahmen minimiert werden. Das ist auch nicht gerade leicht. Der Staat geht gerne in Bereiche ein, wo Ökonomen sagen würden, warum macht er das? Ja, also zum Beispiel, ich habe meinen ersten Job in Frankreich angenommen. Damals gab es den französischen Fonds noch. Und ich als junger Juniorprofessor wollte unbedingt mal viel publizieren. Ich habe sehr viel im Büro bleiben wollen, und zwar manchmal bis 21 Uhr. Und ich gehe immer raus und stelle fest, die ganzen Läden haben dicht. Okay, das ist Ladenschlussgesetz, gab es auch in Frankreich, ist es ein bisschen weniger relevant, auch wie in Deutschland, aber damals sehr, sehr streng. Aber es ging nicht nur um die Ladenschlussgesetze, sondern auch, später bin ich etwas früher rausgegangen, bin zur Bäckerei gegangen und wollte mal ein Baguette. Das ist das absolut Schönste in Frankreich, was es gibt, weil es gibt kein Land, das Baguette so backt wie Frankreich. Es gibt auch Croissants ebenso. Und ich bin um 6 zur Boulangerie gegangen und versuchen wir mir so ein paar Baguettes zu besorgen, die übrigens sehr preiswert waren. Sie haben ungefähr 1,90 Franc gekostet. Und ich dachte, Mensch, das ist echt billig. Und ich gehe da rein und es gibt natürlich keine Baguettes. Es gibt sie einfach nicht. Dann habe ich mit meinem gebrochenen Französisch versucht, mal nachzufragen. Das heißt, also wenn Sie Baguette wollen, müssen Sie etwas früher kommen. Und dann habe ich gedacht, ja, als Ökonom müsste man sagen, ja, warum backt man nicht mehr? Ist doch, Grenzkosten sind niedrig. Ja, stellt sich heraus, dass die Franzosen einen Maxi-Preis für Baguettes hatten. 1,90. Und es hat keinen Sinn, irgendwie zu produzieren, wo die Grenzkosten überschritten werden.
Und das ist genau, was passiert ist. Die Baguettes waren immer auf. Ich konnte Pain de Siècle kaufen. Das ist diese, die haben das als deutsches Brot bezeichnet. Das war das deutsche Brot, aber es war nicht so lecker. Und ja, ich habe davon abgesehen und habe einfach gehungert an den Abenden. Das ist ineffizient. Ja? Aber man könnte sich vorstellen, dass die Franzosen so viel, viel höhere Mindestpreise einsetzen. Und da wird so viel Baguette produziert, dass die es verfüttern müssen an die Tiere. Das gab es auch eine Zeit lang. Also insofern, die Preiskontrollen zielen sehr häufig daneben. Und die politische Ökonomie ist, dass die Franzosen ihre Leute glücklich halten wollten, gerade in einer Zeit, wo es wenig Geld gab. Das heißt, wo wird es sichern, genau wie in Indien heutzutage mit Reissubventionen sichern, dass es billigen Reis gibt für alle. Okay? Aber wenn man vernünftig reguliert, kann man alles besser machen. Man kann auch umverteilen mit Geld und die Leute können es einfach so ausgeben. Und ein gutes Beispiel, wo Deregulierung funktioniert hat, es wird jetzt viel gewettet in der Politik gegen Deregulierung. Wenn man nicht dereguliert hätte, hätten sie immer noch wahnsinnig teure Preise für Telekommunikation bezahlen müssen. Selbst mit den Innovationen des Handy gab es das einfach nur, weil die Firmen Profite erwirtschaften konnten. Es gab nicht nur die Deutsche Telekom, sondern man hat dereguliert, man hat anderen Anbietern die Möglichkeit mitzuwirken am Markt. Und da sehen Sie von dieser Tabelle, dass in diesen entscheidenden Jahren die Preise für Telekommunikation in Deutschland drastisch gefallen sind, vor allen Dingen für Festnetz und Ferngespräche. Das waren sehr, sehr teure Angelegenheiten, kann ich auch selber bestätigen. Der Trend ist jetzt zum Abbau der Subventionen. Es wird häufig kritisiert. Aber wenn Subventionen dazu führen, dass es keine Baguettes gibt im Laden, dann kann es nicht sinnvoll sein. Die Menschen wollen handeln, die wollen unter Ladenschluss, Leute arbeiten irreguläre Stunden, wollen was kaufen und können nicht. Man muss immer in Frage stellen, wo sind die Kosten und wo sind die Vorteile, wer profitiert von der Regulierung und warum soll die nicht abgeschafft werden. Noch ein Beispiel von Subventionen, die manchmal unsinnig sind, sind von der EU heftig kritisiert, aber es beschränkt sich auf die Landwirtschaft letztendlich. Es gibt sehr wenig, was man sonst noch bemängeln kann an der EU. Das ist eine relativ billige Angelegenheit für die Wirtschaft. Und Sie sehen, dass Deutschland ganz oben als Zahler steht und ganz unten sind Griechenland, Spanien, Portugal, weil sie Agrarländer sind und ungefähr 45% des ganzen Budgets der EU geht in die Landwirtschaft. Die deutschen Landwirte profitieren auch davon. Nicht? Also es gibt einfach nicht so viele, ebenso in Großbritannien. Und die Briten werden feststellen, dass wenn sie austreten, dass sie immer dieses Geld, ungefähr 3 Milliarden Pfund pro Jahr, müssen sie irgendwo hernehmen. Das kommt nicht mehr von der EU, wenn sie austreten. Dann bin ich gespannt, wie die Königin mit ihren Ländereien darauf reagieren wird. Es gibt Kritik an dieser Art von Politik. Also es gibt Leute, die einfach die Wirtschaft nicht sehen wollen. Denen kann ich nicht helfen. Ja, ich möchte ja meine Botschaft an Leute kommunizieren, auch die Politik und die Politik an die Politiker geben, die überhaupt was von Volkswirtschaft verstehen. Also wenn man grundsätzlich eine negative oder absolut ignorante Haltung zur Politik, zur Wirtschaft haben, kann ich nichts sagen. Ja, man muss irgendwie eine gewisse Vorstellung haben, wie die Wirtschaft funktioniert. Dann kann man trotzdem informiert Kritik aufbringen. Also es gibt natürlich die Kritik des Liberalismus, dass man die Verteilung beachten sollte. Vielleicht ist Wachstum und vielleicht ist BIP kein gutes Maß für Wohlstand. Es gibt diese ständige Diskussion in der Kommission, Enquete-Kommission des Bundestages, interessante Diskussion, aber geht ein bisschen an der Sache vorbei. All diese Dinge, die uns glücklich macht, benötigt Ressourcen und die Ressourcen fallen nicht vom Himmel. Jemand muss sie herstellen. Und wir sind nicht in der Lage, dass wir Geschenke vom Ausland bekommen können. Das muss hier erwirtschaftet werden. Das heißt Gesundheit zum Beispiel, gute Gesundheit oder Luft, saubere Luft oder ruhige Straßen, das sind alle Dinge, die man mit Ressourcen herstellen muss, mit Kosten verbunden sind. Und daher kann man nur umverteilen, auch im Sinne von öffentlichen Gütern, wenn die erstmal erwirtschaftet werden.
Da muss man wirklich mit einer guten Lösung kommen, bevor man das einfach so kritisiert. Ja, es gibt auch eine Kritik an der gleich anzusprechenden Hartz-Reformen, dass wenn man zum Beispiel auf die Löhne zu sehr drückt, ist auch ein Problem für die Unternehmen, weil die Nachfrage nicht mehr da ist. Also sozusagen ein keynesianischer Effekt. Das kann man eigentlich nicht bestreiten. Kurzfristig auf jeden Fall ist es sehr schwer, diesen Effekt zu widerlegen. Aber die empirische Evidenz dafür ist trotzdem sehr, sehr spärlich. Und es wäre eine gute, ich sage immer Diplomarbeit, die gibt es nicht mehr, also Masterarbeit oder eine PhD, richtig mal zu zeigen, was für Effekte man verzeichnen kann. Also wie viele Lohntüten werden tatsächlich sofort ausgegeben, wie in unserem Makromodell. Sie erinnern sich, es gab diese Hand-to-Mouth-Konsumenten. Und wenn das der Fall ist, kann eine Lohnpolitik, die dämpfend wirkt, auch auf die Nachfrage negativ auswirken. Aber ich bitte Sie mal, diese Burns-Mitchell-Diagramme anzugucken. Die liefern nicht unbedingt viel Evidenz dafür. Das sind die Konsumausgaben, die sind tatsächlich zyklisch, aus Gründen, die wir kennen. Die können auch entweder mit einer klassischen Modellierung verstanden werden oder auch als Reaktion auf von Konsumenten, die von Hand zu Mund leben und alles ausgeben. Und hier ist Deutschland. Also das ist ein Mittel über 8 OECD-Länder, vielleicht 25 Zyklen. Und hier haben wir Deutschland. Also Sie sehen da, in Deutschland fallen die Konsumausgaben ein bisschen früher im Schnitt. Ich habe den letzten Zyklus nicht dazu genommen, aber das glättet sich in der Regel aus, weil die Konsumausgaben geglättet werden. Hier sind die Löhne. Das heißt, die Löhne haben überhaupt keine Zyklizität. Das Einzige, was zyklisch ist, ist die Beschäftigung. Das heißt, wenn überhaupt ein keynesianischer Effekt stattfindet, kommt das über die Beschäftigung. Wird mehr beschäftigt, wird mehr ausgegeben. Und da muss man im Kopf das behalten, wenn man die Erfolge der Hartz-Reformen sieht, ist es nicht nur angebotstheoretisch, sondern es ist auch ein Grund dafür, dass Deutschland immerhin wächst im Vergleich zu anderen Ländern, wo es keine Hartz-Reformen gab. Das heißt, die Inanspruchnahme von Arbeit von Menschen führt tatsächlich zu mehr Nachfrage in der Volkswirtschaft, auch wenn es wenig ist. Okay, das ist die Entwicklung für Deutschland. Das ist alle OECD-Länder, hier ist Deutschland. Sie sehen, die Löhne haben tatsächlich einen sehr, sehr glatten Verlauf. Daher mein Beispiel Arbeitsmarkt als wichtig anzusprechen. Vergessen Sie nicht, der größte Markt ist der Arbeitsmarkt. 2/3 des Bruttoinlandsprodukts wird bewegt durch den Arbeitsmarkt, ausgezahlt, verdient. Selbst bei niedrigen Löhnen ist der Lohnanteil in Deutschland über 55%. Wenn man tatsächlich die ganzen Arbeitgeberbeiträge dazu nehmen und sonstige Dinge, die den Arbeitnehmern zugutekommen. Und wir wehren uns, es wird überall in der Wirtschaft Ablehnung geben, der Marktwirtschaft freier Fahrt zu geben. Aber es gibt Interventionen und diese Interventionen haben auch Effizienzkosten. Also denken Sie mal an diese Arbeitgeberbeiträge in Deutschland, belaufen sie sich zwischen 35% und 40% der Lohnkosten. Das ist eine interessante Zahl für Sie, ne? Aber wenn Sie nach Frankreich gehen, ist es 40% bis 45%. Das heißt, die Kosten von Arbeit, die bezahlt werden vom Arbeitgeber, 40% geht ab an den Staat oder an Sozialversicherungsfonds, Arbeitslosenversicherung, aber vor allen Dingen Krankenkasse und Rente. Das sind wichtige Dinge für Arbeitnehmer. Sie wollen die nicht abgeschafft haben, aber man soll wissen, das ist auch ein Kostenpunkt für Unternehmen, die mit Arbeit produzieren. Da sehen Sie, dass Deutschland auch bis zur Hartz-Reform ein Problem hatte. Das ist diese treppenartige Entwicklung von Arbeitslosigkeit. Das ist die durchgezogene Rosa-Kurve, die ist nach jeder Rezession mit einem Anstieg der Arbeitslosigkeit verbunden,
der nicht bei der nächsten, beim nächsten Aufschwung abgebaut wurde in vollem Umfang. Das heißt, es ging immer weiter nach oben und das traf zu bis zu den Ratsreformen. Jetzt haben wir eine Arbeitslosenquote von 5% auf OECD-Basis. Das hat was zu bedeuten. Und man hat eine Beschäftigtenquote, die noch nie so hoch war wie jetzt. Und das ist tatsächlich durch den Abbau von solchen Regulierungen, die vielleicht nett sind für den Arbeitnehmer, aber die nicht unbedingt für die Bereitstellung von Arbeitsplätzen oder Schaffung von Arbeitsplätzen förderlich ist. Und das ist keine Ideologie, was ich hier sage, es ist einfach Fakt, wenn man die Entwicklung in Deutschland vergleicht mit den anderen Ländern nebenan und drunter. Und ich wollte das nochmal zeigen, es gibt in diesem Paket gab es sehr, sehr viele Dinge, die tatsächlich rückgängig gemacht wurden nach weiteren Wahlgängen und Feststellungen, dass bestimmte Maßnahmen nicht funktionierte. Man könnte sagen, das war so 1000 Stiche, die quasi versucht wurden und nur ein paar haben richtig getroffen. Und Sie können sich vorstellen, was das war. Ich werde es hier nicht vertiefen, aber auf jeden Fall dazu gehört eine Reduzierung der Arbeitslosenunterstützungssätze, gekoppelt mit der Möglichkeit zuzuverdienen, wenn man in Arbeit geht. Nicht? Und das können wir aus mit dem Zeug von Marco 1 verstehen. Also wir können das alles nachvollziehen. Also man kann sich vorstellen, dass wenn das soziale Netz eine unbedingte Kompensation von T vorsieht und man sonst zu einem Lohn, der den Anstieg von dieser Kurve aus, von dieser Budgetgerade ausmacht, dann ist die modifizierte Budgetgerade A, E, C, D, also das rote, die rote Budgetbeschränkung. Da können Sie sehen, dass Menschen, die einfach das Beste daraus machen, was sie können, würden bei Punkt A hängen bleiben. Weil bei dem Punkt hat es überhaupt keinen Sinn zu arbeiten, weil dann sonst man einen Punkt auf dem Segment ED erreichen würde mit weniger Nutzen. Man würde arbeiten zu einem Lohn, der einfach nicht kompensiert, dass man sonst die Stütze bekommt zum Satz T. Und mit Zuverdienen hat man das abweichen können. Also man hat praktisch AC eingestellt als reingestellt als mögliche Budget-Option für die Arbeitnehmer. Das heißt, man könnte ein bisschen zu einem Teilzeit-Job, also ein bisschen weniger beschäftigt sein. Man kriegt auch einen Aufstocker-Satz. Und das würde man einem ermöglichen, sich besser zu stellen. Es geht immer darum, die Menschen zu Dingen zu bewegen, die sie besser stellt. Man würde tatsächlich von Punkt A zu Punkt B, man würde freiwillig einen Teilzeitjob annehmen. Also, wo ist die Evidenz, dass es was gebracht hat? Man sieht die Entwicklung der sogenannten Beveridge-Kurve. Ich habe das einfach mal geklaut aus einem sehr guten Papier von dem Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung in Nürnberg. Man stellt sich vor, dass, und das wird ausführlich im Lehrbuch dargestellt, dass wenn man Arbeitslosigkeit als Arbeitslosenquote dargestellt und offene Stellen für jede Periode abbildet, bewegt man sich in der Regel über die Konjunktur in inverse Relation. Das heißt, wenn es boomt, steigt die Anzahl der Vakanzen, der offenen Stellen, die Arbeitslosenquote geht zurück. Aber die Position dieser Kurve hat durchaus mit der Effizienz des Arbeitsmarktes zu tun. Und diese Forscher haben quasi die echten Daten geplottet. Das sind die Punkte. Und dann hat man sozusagen den Verlauf der Wirtschaft mit dieser Kurve gezeigt. Also man fing nach der Wende 92, 93, 94 auf eine Kurve. Und dann gab es die ganzen Strukturverschiebungen, die man durch die Wende und auch durch die Globalisierung, die Osterweiterung bekommen hat, kam man auf eine Kurve, die ganz oben rechts liegt. Und dann kamen die Hartz-Reformen, die haben dazu, gerade durch Hartz III, die Reform der Bundesagentur für Arbeit, die Effizienzsteigerung durch die auch die motivierende Maßnahmen für die Mitarbeiter der Bundesagentur, hat man tatsächlich über die Jahre bis dato eine links nach innen Verschiebung der Beveridge-Kurve
erwirken oder bewerkstelligen können. Also das ist als positive Entwicklung zu sehen. Aber man kann sich auch vorstellen, dass diese Gewinne für die Wirtschaft nur einmalig sind. Man kann nicht zweimal die Hartz-Reform machen. Man kann nicht zweimal Arbeitslose in Arbeit bringen. Die sind schon jetzt in Arbeit. Was kann man noch machen, um die Wirtschaft vielleicht auf einen besseren Wachstumspfad zu bringen? Das ist schwieriger, vor allen Dingen nachhaltig zu machen. Und da geht es um die Beeinflussung des Produktionspotenzials nicht durch Input L, sondern über Input K, Kapitalbestand, oder die Entwicklung des technischen Fortschritts. Und das sind Dinge, die man sehr, sehr lange investieren muss, zum Beispiel Bildung. Also man spricht immer von Bildung. Deutschland hat ein sehr, sehr schönes System der dualen Ausbildung. Auch die Universitäten sind relativ hoch angesehen in der Welt. Die sind auch umsonst letztendlich. Das ist auch positiv, weil jeder sich mal einschreiben kann. Auch Ausländer können hierher kommen und mal studieren. Toll. Ja, und das fördert irgendwie die Produktionsmöglichkeiten der Zukunft. Wenn Sie irgendwie Ihre Bildung einsetzen, können Sie besser und produktiver auch mit anderen arbeiten. Man kann das ein bisschen erweitern. Also ich mache jetzt ganz, ganz einfache Bilder. Man kann das alles mathematisch machen, aber das machen Sie in fortgeschrittenen Veranstaltungen. Ich habe gerade von allgemein eine Verschiebung der Produktionsfunktion von der roten Produktionsfunktion auf die orange. Das ist Verschiebung 1. Und dann, zumal die Arbeitskräfte produktiver sind bei dem alten Einsatz von Arbeit, würde man eine Vergrößerung der Arbeitseinsätze beobachten. Und das würde zusammenkommen auf die rechte Darstellung, dass man eine Rechtsverschiebung von dem Produktionspotenzial Y-Querbalken auf Y-Querbalken-Strich bekäme. Das kommt aber durch verschiedene Quellen. Also man kann zum Beispiel Gesamtfaktorproduktivität erhöhen. Das ist genau, was letztendlich unsere Wohlfahrt ausmacht. Also die technischen Möglichkeiten mit gegebenen K und L mehr Wertschöpfung zu produzieren. Und dann würde man tatsächlich, ohne dass man mehr einsetzt, ohne dass man mehr investiert, einfach produktiver werden. Wir lernen zum Beispiel, wie man mit Software umgehen sollte. Oder man lernt Englisch. Sprunghafte, also überlegen Sie sich mal, wenn Sie spanischer Bauer sind und nicht Englisch können, wie kommen Sie eigentlich auf die Idee, Ihre Sachen zu exportieren? Sie sind wirklich gefangen von Ihren Genossenschaften. Sie haben keine Möglichkeit, Ihre Produkte selber zu vermarkten. In dem Moment, wo Sie Englisch lernen, haben Sie neue Möglichkeiten, nicht nur mit Amerikanern oder mit Engländern, sondern mit Deutschen zu sprechen. Ja, solche Dinge sind sehr wichtig und können durchaus zu Verschiebungen führen. Ich habe schon von der Möglichkeit Arbeit bei gegebenen Produktionsmöglichkeiten gesprochen. Die Hartz-Reformen können so in diesem Lichte gesehen werden. Durch eine Rechtsverschiebung der Angebotskurve führt zu einer Erhöhung der Arbeitseinsätze und Output. Aber man kann auch sich vorstellen, dass man versucht, mehr Kapitalinvestitionen anzukurbeln durch Steuersubventionen für bestimmte Typen von Investitionen, zum Beispiel neue Produktionsanlagen oder umweltfreundliche Anlagen. Also es erhöht auch die Produktivität von Unternehmen, vor allen Dingen sozial gesehen. Das würde zu einer Rechtsverschiebung von der LAS-Kurve in der rechten Abbildung führen. Man muss immer aufpassen, dass man nicht Niveau und Wachstumseffekte konfundiert oder verwechselt, wobei sehr subtile Unterscheidungen gemacht werden sollen. Hier habe ich mal einfach mal diesen Trend abstrakt dargestellt, den wir schon in Makro 1 erster Vorlesung gesehen haben. Ne, mit echten Daten seit 1870 haben wir sowas. Wenn man von den ganzen Zacken der Konjunktur absieht, gibt es sowas. Und die Frage ist, ist es möglich, überhaupt mal diese Wachstumsrate dauerhaft zu erhöhen? Nicht? Also wenn Sie logarithmieren, dann würde es heißen, kann ich mal den Anstieg dieser logarithmischen Entwicklung des Outputs beeinflussen? Was ich bislang besprochen habe, ist nur eine
einmal Niveauverschiebung. Das ist nicht dasselbe. Hier habe ich dargestellt, zum Beispiel die Hartz-Reform. Die haben tatsächlich Deutschland auf ein höheres Niveau von Output geführt. Aber die Wachstumsrate hat sich nicht geändert. Die war sowieso etwas mau davor und sie ist mau jetzt. Also vielleicht sogar ein bisschen abnehmend. Nicht? Also um diesen Fall zu beeinflussen, muss man sich was einfallen lassen. Hier kann man diesen Winkel dauerhaft oder wenigstens für ein paar Jahrzehnte ändern. Und trotzdem, in dem Anlauf zu dem neuen Niveau kann es durchaus sein, dass teilweise höhere Wachstumsraten beobachtet werden, weil auf dieses neue Niveau zu kommen, müssen sie definitionsmäßig eine Zeit lang schneller wachsen. Aber das ist nicht nachhaltig. Okay? Und diese Reformen können manchmal sehr lange dauern. Also man hat das mit den Hartz-Reformen gesehen. Es hat wirklich 5 Jahre gedauert, bevor man wirklich Output-Effekte verzeichnen konnte. Hier geht es darum, kann man Wachstumspolitik richtig machen? Nicht nur Wachstum im Sinne des Politikers, sondern einfach mal über die nächsten 20 Jahre, dass ein Land ein bisschen mehr Wachstum erzielt. Weil wenn Sie das hinbekommen, haben Sie viele Probleme gelöst. Sie können Verteilungsziele ohne Ende verfolgen. Sie können alle Leute glücklicher machen, trotzdem keine Anreize kaputt machen. Das ist irgendwie traumhaft, ja. Aber es ist leider nicht so einfach. Und es gibt auch Länder, die das Falsche machen. Ich kann Ihnen jede Menge Länder aus Afrika und Südamerika zeigen, die wirklich vollkommen falsche Politik verfolgt haben. Und man sieht es in den Daten. Also Jahre, Jahrzehnte lang niedrige Wachstumsraten. Katastrophal für die Menschen. Weil nur die Reichen reicher werden und dann das Land verlassen. Man sieht es auch zum Beispiel in Venezuela, aber auch in anderen lateinamerikanischen Ländern, auch in Afrika. Es gibt allerdings auch in Afrika Erfolgsgeschichten, wo endlich mal bei der Beendigung von Bürgerkriegen endlich mal Wachstum kommt und zwar dauerhaft. Angola ist ein schönes Beispiel. Die USA hat es mal ein bisschen vorgemacht, wie so ein Niveaueffekt aussehen kann. Das sind die USA nach der Finanzkrise. Also von 1980 bis 2014 hat man so eine reale Entwicklung zu verzeichnen. Wenn man einfach mal ganz naiv eine Linie durchzieht, man sieht das immer noch nicht. Die alten Trendwerte, die man per Extrapolation von 2007 vorwärts geschätzt hätte, erreicht hat. Das ist ein Riesenanteil. Also logarithmisch gesehen, das ist ein Verlust von ungefähr 7%. Ja, also es gibt Wachstumstheorie. Wir haben das mal gemacht letztes Semester. Wir haben es wirklich sehr intensiv angeguckt. Es gibt verschiedene Dinge, die man machen kann. Erstmal muss man sehen, also bei reichen Ländern ist es immer so, dass Länder, die etwas schlechter dastehen, tendenziell schneller wachsen. Okay? Das heißt, selbst wenn Sie Griechenland mit einbeziehen und anfangen 1960, die Länder, die am schlechtesten dastanden, sind diejenigen, die am schnellsten gewachsen sind. Und das ist genau, was das Solow-Modell produzieren würde als Prognose. Das ist eine sehr robuste Prognose. Die Grenzproduktivität von Kapital ist am höchsten, wo Kapital am knappsten ist, eben in den Ländern, wo bei gegebener Technologie wenig Kapital akkumuliert haben. Sie sehen das auch in den neuen Bundesländern. Nicht? Also die sind im Prinzip seit der Wende schneller gewachsen, allerdings in den letzten Jahren etwas langsamer. Das würde auch mal Aussage des Solow-Modells sein. Aber wir wissen auch von dem Solow-Modell, dass dieser Konvergenzprozess sehr, sehr, sehr langsam ist. 2% der Lücke wird geschlossen, also pro Jahr zum führenden Land hin. Das heißt, wie Robert Barrow das gesagt hat, Ostdeutschland bräuchte eine lange, lange Zeit, bevor man diese Lücke vollständig schließt. Also eigentlich die Hälfte würde nach seiner Prognose 35 Jahre dauern. Wir haben Glück gehabt und es muss irgendwie was anderes sein. Aber wenn Sie die anderen Länder anguckt, das ist vielleicht die Lösung zum Rätsel. Wenn Sie alle Länder abtragen, anfängliche Pro-Kopf-BIP auf der horizontalen und darauf folgende Wachstum über mehrere Jahre, also fast 30 Jahre, einfach abträgen,
Wenn man es so abträgt, sieht man, dass es überhaupt keine negative Beziehung. Und zwar sieht es so aus, dass einige Länder auf diesem niedrigen Niveau mehr oder weniger beharren. Und die Länder, die das Glück gehabt haben, etwas schneller zu wachsen, wachsen schneller. Das ist fast ein bipolares Verhalten unter den Ländern. Und das führt uns dazu, ein bisschen über die endogene Wachstumstheorie nachzudenken. Es gibt Möglichkeiten, dass möglicherweise in Ländern, die unterentwickelt sind, dass die Produktionsfaktoren nicht eigentlich zur Geltung kommen, dass die Grenzproduktivität von anderen eingesetzten Faktoren negativ beeinflusst werden. So ein gutes Beispiel wäre, was bringt es, wenn ich eine Maschine nach Niger bringe, wenn die Menschen keine Bildung haben, um diese Maschine zu tätigen? Nicht? Und man muss Humankapital, Bildung auch dabei haben. Und es gibt andere Möglichkeiten, das alles zu begründen, weshalb die Wachstumsraten tatsächlich beeinflusst werden. Zum Beispiel, wenn Sie Infrastruktur einsetzen, wenn Sie mehr Straßen bauen, können Sie die Wirtschaftsbedingungen verbessern. Aber man muss aufpassen, weil es natürlich es geht um zwei verschiedene Dinge. Also bei einigen Effekten geht es darum, wie kann man die Produktionsfunktion nach oben verschieben, einmalig. Und für Länder, die gute Infrastruktur haben, haben sie bessere Möglichkeiten aufzuschließen. Andere Länder, die gar keine Straßen oder Eisenbahn haben, werden sich schwer tun und werden wahrscheinlich in der Landwirtschaft irgendwie lange bleiben. Also deshalb redet man von bedingter Konvergenz. Das war auch ein Begriff aus dem Kapitel 4, kommt wieder zurück. Man kann nicht Äpfeln mit Orangen vergleichen. Das heißt, Land A auf der linken Seite und Land B auf der rechten Seite können durchaus beide dem Solow-Bewegungsgesetz folgen. Aber die Konvergenz geht hin zu verschiedenen Punkten. Und da muss man fragen, warum ist F in Land A überall höher als in Land B, also hier als F-Schlange bezeichnet. Und da geht es um Dinge, die quasi die Produktionsfunktion bei gegebenem Einsatz von Arbeit und Kapital nach außen schieben. Es gilt, diese Dinge zu diskutieren. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Man kann diese externen Effekte, die Wachstumsraten möglicherweise ändern, oder man kann auch diese bedingte Konvergenz beeinflussen. Wenn man endogenes Wachstum tatsächlich machen will, geht es darum, wie kann ich die Produktivität von Kapital quer durch die Reihe höher machen. Und es gibt eine Vorstellung, dass unter bestimmten Bedingungen, gerade in armen Ländern kann es durchaus sein, dass die Produktionsfunktion allmählich oder fast linear aussieht. Das würde heißen, dass alles, was ich mache, um die Produktivität zu erhöhen, führt zu einem endogenen Prozess. Es wird mehr gespart, es wird mehr investiert, mehr Kapital gebildet, es wird produktiver eingesetzt. Und die Grenzproduktivität von Kapital nimmt nicht so schnell ab wie im Solow-Modell. Man hat wirklich eine lange Phase des Wachstums. Okay, Sie müssen sich vorstellen, das ist sehr kontrovers. Wir leben nicht lang genug, um diese Beobachtungen zu sammeln, um diese Theorie zu beurteilen. Wir haben eigentlich nur noch, 200 Jahre Industrialisierung, wenn Sie wollen, vielleicht nicht mal. Daher ist es sehr schwer, diese Theorie zu beurteilen. Aber auf jeden Fall ist es manchmal ein Beweggrund, zu versuchen, die Grenzproduktivität von Sachkapital etwas besser zu messen. Okay, aber eine Vorstellung ist ein Grund, weshalb diese Linearität auftreten könnte, ist, dass es bestimmte Güter gibt, die unterproduziert sind und wenn, weil sie öffentliche Güteraspekte haben. Sie haben Aspekte öffentliche Güter. Und da im Kapitel 18 haben wir das aufgeführt, welche Güter sind tatsächlich von dieser Art, die möglicherweise unterproduziert werden vom Markt. Und dann kommen Sie leicht auf die Ideen, die wir schon mal hatten, zum Beispiel Bildung. Bildung ist teuer, Bildung ist außerdem mit Externalitäten versehen. Das heißt, wenn Sie gebildet sind, dann Ihre Nachbarn profitieren davon. Ihre
Kollegen am Arbeitsplatz profitieren davon. Der Steuerzahler insgesamt profitiert davon. Und das ganze Niveau an öffentlichem Diskurs wird erhöht dadurch. All diese Dinge werden nicht von Ihnen bezahlt, wenn Sie Ihre Bildung selber bezahlen müssten. Der Staat hat möglicherweise ein Interesse daran, das Niveau von Bildung, die produziert wird, die generiert wird, zu erhöhen. Das heißt, man würde von einem öffentlichen Gut sprechen. Diese Bildung ist teilweise nicht ausschließbar. Das heißt, ich kann, wenn ich gebildet bin, kann ich Ihnen nicht verwehren, dass Sie davon profitieren. Ich kann Ihnen nicht verhindern, dass Sie davon profitieren. Genau wie bei nationaler Verteidigung. Wenn Sie in einem Land wohnen und das Land verteidigt wird, können Sie sagen, ja, ich zahle das nicht. Aber wenn man den Menschen nicht rausschmeißt, kann man nicht vermeiden, dass er davon profitiert. Auch gutes Wetter, Fernsehprogramme, die umsonst sind. Das Internet ist sehr billig, fast null Grenzkosten, wir bezahlen es nicht. Allgemeines Wissen. Okay, das heißt, der Staat könnte ein Interesse daran haben, wie in Deutschland, Grundlagenforschung zu subventionieren. Nicht, weil vielleicht der Markt, jede Firma macht tatsächlich Forschung, aber Dinge, die der Allgemeinheit was bringt, wird wahrscheinlich nicht so gern erforscht als ein Medikament, das man, wo man Patentschutz ersuchen, also finden kann und bekommen kann und richtig viel Gewinn daraus machen. Insofern wird der Markt gerade bei diesen Gütern etwas hinter der Kurve sein. Es gibt auch andere interessante Dinge, die der Staat machen kann. Zum Beispiel, es gibt auch Güter, die tatsächlich nicht ausschließbar sind, aber die haben eine gewisse Rivalität. Das heißt, wenn ich das Baguette kaufe und esse, können Sie es nicht. Ich kann Ihnen was geben, aber wenn ich Ihnen was abgebe, kann ich das selber nicht essen. Aber bei Parkplätzen oder bei Stränden, da gibt es tatsächlich eine Rivalität. Also wenn die Straßen voll sind, zwar kostet nichts, aber wenn zu viele Leute auf einmal auf die Straße gehen, wird es ein bisschen schwierig voranzukommen. Das sind alle Dinge, wo der Staat möglicherweise die Produktivität der gegebenen Faktoren beeinflussen kann. Und bei R&D kann es dazu führen, dass die Wachstumsrate der Innovationen sich erhöht. Und das ist genau, was wir suchen. Eine Möglichkeit, langfristig oder wenigstens sehr, sehr lange Zeit nachhaltig die Wachstumsraten zu erhöhen. Das heißt, in Deutschland sehr, sehr viel Investition in allgemeine Forschungsprojekte gibt. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat durchaus Projekte, die Ergebnisse haben, die man gar nicht mal bei einzelnen Unternehmen vermarkten kann, aber in der Gesamtheit alle produktiver machen. Und das sieht man auch, dass diese lange Wellen bei dem technischen Fortschritt vorhanden sind. Und gerade jetzt haben wir eine Delle, das ist bekannt, manche haben sogar einen Namen dafür, säkuläre Stagnation heißt es, dass in der letzten Zeit die Wachstumsrate des technischen Fortschritts, also gemessen als Gesamtfaktor Produktivität, TFP, die Wachstumsrate ist erheblich zurückgegangen. Und manche denken, man, das ist, der Staat muss was tun. Manche, nicht unbedingt Liberale, sondern eher liberale Ökonomen sagen, wir können nichts tun. Das sind Zufälligkeiten. Also die Erfindung von der Dampfmaschine war eine wahnsinnig wichtige Entwicklung. Die Erfindung des Internet ist auch einfach zufällig ein Beiprodukt von Forschern, die miteinander sprechen wollten. Die Produktivität kommt vielleicht erst später, die produktive Anwendung oder Gesundheit zum Beispiel. Ja, also zum Schluss würde ich mal sagen, praktische Umsetzung ist wichtig. Gibt es Beispiele dafür? Kann die Politik von der Theorie profitieren? Ich werde versuchen, Ihnen zwei Beispiele aus der europäischen Vergangenheit, wo das geklappt hat. Ich habe schon ein Beispiel genannt. Sie dürfen nicht vergessen, also Wachstum für uns, für Wirtschaftswissenschaftler, ist kein Zweck. Es ist kein Ziel. Es ist eben ein
eine Möglichkeit, Ziele zu erreichen, die für uns wichtig sind, zu erleichtern. Zum Beispiel mit Wachstum kann man Ressourcen generieren, die durchaus für die Umwelt eingesetzt werden können, wenn die Politik das so will. Oder man kann für die Entwicklung von Prozessen investieren, die Energieersparnisse erzeugen. Oder man kann in die Umverteilung Geld eingeben. Man kann versuchen, also welches Land kann sich überhaupt ein unbedingtes Einkommen überlegen, wenn man das Geld, die Ressourcen nicht hat? Und es ist einleuchtend, dass die Schweiz in diesem Referendum darüber abgestimmt hat, weil sie es sich überhaupt leisten können. Man muss es erst mal leisten können und auch über die Folgen informiert sein, was passiert für den zu verteilenden Kuchen, wenn man eine Politik dieser Art tatsächlich durchsetzt. Okay, das heißt, wir können jede Menge praktische Maßnahmen aufgreifen, die wichtig sein könnten. Also Bildung habe ich schon zweimal erwähnt. Ich bin natürlich ein bisschen befangen. Ich möchte mehr Investitionen in die Bildung, gerade in die Humboldt-Universität sehen, aber dieses Plädoyer geht normalerweise unbeachtet, aber man kann tatsächlich bessere Schulen, man kann Kitas ausstatten, man kann Sprachen ausbilden in Kitas, man kann Leute mit Migrationshintergründen besser erreichen, wenn man sagt, okay, es gibt jetzt Kitas und deutsche Sprache wird oder englische Sprache wird vermittelt. Man kann auch Infrastruktur aufgreifen, nicht nur Autobahnen und Schienennetz, sondern auch Energieinfrastruktur. Die Nord-Süd-Trasse ist ganz wichtig, wird komischerweise nicht umgesetzt, obwohl die Windräder schon drehen in der Nordsee, auch merkwürdig. Man kann in Gesundheit investieren. Gesunde Bevölkerung ist eine produktivere Bevölkerung, aber auch eine glücklichere Bevölkerung. Also einer der größten wichtigsten Gründe für Unglück, für das Unglück bei Ländern ist eben ein schlechter Gesundheitszustand. Den kann man tatsächlich verbessern, indem man einfach ein besseres System hat. Das politische System ist wichtig und die Wirtschaftsordnung kann auch dazu führen, dass das Unternehmer etwas innovativer sein können, ohne Angst zu haben, dass alles weggenommen wird. Und natürlich Verteilung. Also ich gebe ein paar Beispiele. Humankapital ist sehr korreliert mit Wachstum. Die Kausalität ist ein bisschen schwierig, aber man weiß zum Beispiel, dass in China, also lange bevor China abgehoben ist, dass die Chinesen tatsächlich sehr gut ausgebildete Bevölkerung hatte. Es gibt andere Beispiele, wo man sagen kann, das ist eine super Voraussetzung für Wachstum. Die Korrelation ist nicht perfekt. Es gibt andere Faktoren, die wichtig sind. Man kann auch sehen, dass öffentliche Infrastruktur, hier sind Investitionsquoten als Prozentsatz des BIP, das ist eine Weile her, das ist in den 80er, 90er Jahren. Man sieht auch eine sehr hohe Korrelation zwischen mit BIP und Lebenserwartung. Und hier ist die Kausalität natürlich in beide Richtungen. Also die Länder, die reicher sind, können sich nicht leisten, etwas bessere Gesundheitssystem zu haben. Aber diese Relation ist so nicht linear, dass es kaum anders vorzustellen wäre, dass dass große Fortschritte in den ärmsten Ländern der Welt gemacht werden könnten, wenn man einfach mal ein bisschen in die Gesundheit von Menschen investieren würde. Man sieht auch, dass dieses politische System auch wichtig ist für Wachstum. Also das ist eine sehr interessante Darstellung des BIP pro Kopf für verschiedene politische Regimes. Also Regimes in Afrika, südlich der Sahara, sieht man, dass Länder, wo Demokratie herrscht, durchaus bessere Wachstumsraten haben. Das heißt, die haben alle ihre Probleme, aber offensichtlich ist die Vielfalt, die durch Demokratie erlaubt ist, durchaus fördernd für die volkswirtschaftliche Entwicklung. Das ist auch so ein Beispiel. Die Länder, die den Sozialismus zwangsläufig hatten, hatten durchaus schlechtere Wachstumsraten in den Jahren, wo die Herausforderungen der 70er Jahre aufkamen. Und das ist auch so ein Bild aus dem
Lehrbuch, das ist genommen von Robert Barrow, der hat gezeigt, dass wenn Rechtsordnung vorhanden ist, gibt es höhere Wachstumsraten. Man kann sich vorstellen, dass Investitionen mit weniger Risiko behaftet ist und die Leute sind sehr gerne, gehen länger in längerfristige Verträge ein und das ist auch wachstumsfördernd. Nicht? Robert Barrow hat mit empirischer Evidenz das alles belegt. Er hat gezeigt tatsächlich, dass das Solow-Modell stimmt. Das heißt, ganz wichtig ist, wo Sie anfangen. Und wenn Sie ganz arm sind, ceteris paribus, werden Sie schneller wachsen. Aber wenn natürlich ceteris paribus heißt, alles andere gegeben. Wenn Sie diese anderen Gegebenheiten ändern können, dann haben Sie positive Effekte von Bildung, positive Effekte von Gesundheit und negative Auswirkungen von Fertilität. Wenn man die Geburtenraten zurückfahren kann, ist es auch mit Solow zu erklären, dass Wachstum mehr Wachstum zu erwarten ist. Ebenso Rule of Law und Investitionsquote. Also können wir sehen, wo das geklappt hat. Also wir brauchen nicht die Hartz-Reform noch einmal aufzurollen. Wir gucken uns mal Holland und Irland. Beide von diesen Kurven zeigen das Verhältnis zu Frankreich, also die zu den Verlierern der EM gestern, sozusagen als Verhältnis. Das heißt, 1-0 heißt gleich auf mit Frankreich, über 1 heißt besser gestellt als Frankreich und kleine 1 negativ. Sie sehen, dass Irland seit den 90er Jahren ein Wunder erlebt hat, also selbst nach der Krise, es ist durchaus besser gestellt als Frankreich und Holland auch durch die Arbeitsmarktreformen der 80er Jahre hat eine durchaus spürbare positive Entwicklung relativ zu Frankreich. Die Arbeitslosenquoten ebenso, wobei die irische Situation sich auch wieder umgekehrt hat in den letzten Jahren. Die Arbeitslosenquote in Irland ist wieder zurückgegangen und Beschäftigtenquote, auch ein sehr wichtiger Maß. Das ist auch so ein Maß für den Erfolg in Deutschland durch die Hartz-Reform. Die Beschäftigtenquote ist nachhaltig angestiegen. Gut, ich habe sehr viel erzählt, viele Beispiele, hoffentlich genug für Sie. Und bitte gehen Sie in die Übung von Falk, die Vertiefung hören. Und wir sehen uns nächste Woche zum letzten Mal. Okay.